vielleicht mein Hit-the-Pan-Video machen. Es ist nämlich mal angefragt worden und ich hoffe, dass ich jetzt alles gefunden habe. Es hat eine Weile gedauert, aber ich hoffe, ich habe jetzt alles gefunden. Ich fange auch als erster mit dem Produkt von Sleek an. Das ist ja das, wo ich den Tester nur habe und ich liebe dieses Teil. Und es ist fast leer, wie ihr sehen könnt. Ich benutze ja nur die 5 Farben, den Orangenen lasse ich ja weg, weil der passt nicht so ganz zu mir. Den Gelben nehme ich nämlich für die Augenringe. Den Rosenen und den Lilanen trage ich meistens im ganzen Gesicht. Wer schreit denn da so rum? Lila und Rosa benutze ich im ganzen Gesicht, Grün für Rötungen und Blau für meine Sommersprossen, die ich abgrundtief hasse. Wirklich hasse. Und deswegen benutze ich dieses Teil. Und einmal habe ich es nicht oben gehabt. Und eine Kollegin hat gesagt, ich habe sehr starke Augenringe. Und das ist, weil ich dieses Ding nicht verwendet habe. Mir glaubt es zwar niemand, es ist aber wirklich so. Wenn ich das einmal nicht verwende, dann fühle ich mich gleich ganz anders. Irgendwie nackt oder so. Also ich, wenn das aus dem Sortiment geht, schreibe ich Sleek auf jeden Fall an, weil das dürfen die niemals rausnehmen. Das sind die einzigen Farben, finde ich, die man unter Make-up benutzen kann, ohne dass man das durchscheinen sieht. Was ich noch sehr gern mag, was man auch sieht, ist von Make-up Factory die Duo Contouring Cream. Die habe ich ja so oft verwendet, dann habe ich wieder aufgehört. Vor kurzem habe ich sie wieder ein paar Mal verwendet. Aber wenn ich arbeiten gehe, ist mir das zu blöd und heute habe ich irgendwie drauf vergessen. So sieht sie aus. Da habe ich auch ein Hit the Pan. Mit der Farbe kann ich jetzt zurzeit nicht mehr so viel anfangen. Früher schon und jetzt irgendwie nimmer mehr. Aber ich finde, da sieht man jetzt, dass da auch ein Hit the Pan ist. Aber das ist wirklich gut gewesen, das Produkt. Das gibt es ja leider nicht mehr. Aber da habe ich auch ein Hit the Pan. Kommen wir zu Blush. Da habe ich nur 3, komischerweise, aber 3 sind eigentlich eh schon viel. Ich zeige euch zuerst das, was ich nicht verwende. Das ist von Catrice, das war so eine Limited Edition, dieses Bouncy Blush war das. So sieht das aus. Und hier ist das Hit the Pan. Ich habe irgendwie wieder Bock, orangenes Blush zu tragen. Mal gucken, wann ich das wieder mache. Wir werden sehen. Denn zurzeit mag ich die beiden Kombinationen so gerne. Und deswegen haben sie auch einen riesen Hit the Pan. Ein wirklich riesen Hit the Pan. Das sind beides MAC Blushes. Und das ist einmal MAC Posy und das ist Dame. Das ist das Creme Rouge und das ist das Puder Rouge. Und ich liebe beide. Beide sind mega. Wirklich mega. Ich habe halt heute ein bisschen einen Blush-Fail. Ich weiß nicht, was heute los ist. Da sieht man es extrem. Ich weiß nicht, was heute los war. Aber die beiden in Kombi mag ich echt gern. Das war ja sogar mein erstes MAC Blush. Also das mag ich mega gerne. Also beide. Also mir ist leider jetzt auch schon ein Creme Rouge von MAC gibt. Deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich die beiden zuerst aufbrauche, bevor ich ein anderes wieder anfange. Ich weiß, es ist was Blödes, weil ich ja urviel habe, aber man versucht es eben. Das ist so alt, aber ich will es euch trotzdem unbedingt zeigen. Ich glaube, ich zeige das in jedem Hit the Pan Video her, weil ich das so gern herzeige. Das erinnert mich früh an meine Teenie-Zeit, erinnert mich das. Da habt ihr ein Blau, wo ein Hit the Pan ist, Grün, Weiß und Lila. Das sind die Farben, die wir am meisten, also ich besonders Grün, ist egal, habe ich am allermeisten verwendet. Da war ja noch die Zeit, wo One-Shadow-Looks in waren, zumindest in meiner Zeit, weil ich habe noch nie was von Lidfalte gehört in der Zeit. Aber ja, die habe ich am meisten halt verwendet. Dann habe ich eine Lidschattenpalette, die ist von irgendeiner Marke, keine Ahnung. Ich habe da nämlich meine Lidschatten damals depottet und in dem Lidschatten von Catrice habe ich einen riesen Hit the Pan. Und ich liebe den Lidschatten. Den habe ich ja meistens immer zur Weihnachtszeit um. Habt sie immer in vielen Videos, habe ich euch das gezeigt. Bleiben wir gleich bei Lidschatten, aber ich zeige euch zuerst diesen Eyeliner von Inglot. Den habe ich immer als Make-up-Base natürlich, als Lidschatten-Base und schaut mal, wie geil die Farben rauskommen. Also wenn das Ding leer ist, keine Ahnung, was ich danach mache. Weil das schaut so mega aus. Ich bin echt begeistert. Ich finde, mit dem kommen sowieso generell die grünen Lidschatten mega raus. Und ich muss mir unbedingt die von NYX anschauen. Weil die haben so ähnliche und ich muss mir die unbedingt anschauen. Also ihr seht ja, was für eine geile Farbe das ist. Und ich habe da schon einen riesen Hit the Pan drinnen. Es wird natürlich noch reichen, aber ich finde das so schade, dass Inglot bei uns auflassen worden ist. Weil ich benutze ihn nicht als Eyeliner, ich benutze ihn halt als Lidschattenbase. Weil das ist normalerweise ein Eyeliner von Inglot. Das steht auch hinten drauf. Eyeliner matt. Aber ich mag es als Lidschattenbase. Ich liebe es als Lidschattenbase. Ihr seht ja, wie
ihr wisst ja, ich bin so ein grün Lidschatten-Junkie und ich habe dringend grün und gelb von der Alien-Palette und ich liebe dieses Augen-Make-up. Heute das erste Mal probiert, ich bin schon mega verliebt. Dann habe ich ganz, ganz viele Lidschatten. Ganz, ganz viele Lidschatten. Als erstes zeige ich euch mal die, die ich halt täglich verwende. Die benutze ich halt, wenn ich arbeiten bin, gebe ich euch ehrlich zu. Also ich habe halt immer dieselben Lidschatten oben, wenn ich arbeiten bin, weil ich halt welche aufbrauchen will. Ich habe den da fast aufgebraucht, so den hier. Habe ich fast leer und der ist aber auch gut. Das war einer von Yves Rocher. Dann habe ich einen Hit the Pen in dem, das sind zwei Catrice Lidschatten. Ich glaube, My Castle Sand, irgendwas heißt der, und der heißt Champagne oder so. Die mag ich auch sehr gern, beide Lidschatten. Mag ich wirklich sehr gern. Den, also den, mein Gott, das kann ich das Ding wieder aufmachen. Den hier, ne, Moment, ich kenne mich da nicht aus, wie ich das meistens machen soll, weil der hat keinen Magnet und deswegen liegt er da so los rum. Der da, nimm, ja, schön, genau das wollte ich. Der da, der Catrice Lidschatten, nimm es gefälligst. Den benutze ich immer, um die beiden grünen hier zu verblenden, also die beiden. Ich trage zuerst den auf, dann den hellgrünen und die zwei verblende ich mit dem. Und ich mag das Augen-Make-up wirklich sehr gerne. Trage ich halt heute nicht, aber normalerweise, wenn ich arbeiten gehe, habe ich immer das oben. Das ist so in mir drin. Ich kann mich gar nicht anders mehr schminken für die Arbeit. Dann habe ich eine Misslin Lidschattenpalette. Eine ganz alte Misslin Lidschattenpalette. Da sind sogar viele leer, sehe ich gerade. Und einer hat ein Hit the Pen. So sieht die Palette aus. Und ein einziger Lidschatten hat nur noch einen Hit the Pen. Das ist der hier. Die restlichen, also der ist mir damals, glaube ich, rausgebrochen. Das sieht man, glaube ich, eh. Aber den habe ich aufgebraucht. Das war auch übrigens grüne, glaube ich. Ich kann versuchen, euch die Lidschattenpalette unten zu verlinken. Ich glaube, ich habe die Swatches noch von der. Dann könnt ihr euch die Lidschatten mal anschauen. Ich glaube, das waren grüne Lidschatten da auf der Seite. Aber ich bin mir nicht mal ganz sicher. Aber die Lidschattenpalette mag ich auch sehr gern. Oder mochte ich früher sehr gerne, weil ich benutze sie ja leider nicht mehr. Weil die anderen Farben, mit denen kann ich irgendwie nichts anfangen. Deswegen mag ich Lidschattenpaletten nicht. Deswegen ist die Alien die einzige, die ich mir jetzt bis jetzt als letzter gekauft habe. Weil da gefallen mir alle Farben drinnen. Und da irgendwie, ich weiß nicht, da mag ich die Farben irgendwie nicht mehr. Den habe ich auch eine Zeit lang sehr, sehr gern verwendet. Aber ich weiß nicht mehr warum. Fragt mich nicht warum. Dann habe ich von Essence Good Girl, Bad Girl Eyeshadow. Da habe ich dieses Gold sehr, sehr oft verwendet. Ich glaube, das habe ich nämlich auch zu Weihnachten benutzt und die gingen sehr schnell leer. Da habt ihr einen Hit the Pen drinnen. Was mache ich mit den beiden Farben? Deswegen habe ich auch überlegt, ob ich die vielleicht ausmisten soll. Weil was mache ich mit so einer Farbzusammenstellung? Ich glaube, ich werde das ausmisten. Trifft sich perfekt, oder? Ich mache ein Hit the Pen Video und miste das gleich aus. Ich bin ganz stolz, dass ich da einen Hit the Pen habe. Aber was mache ich mit den Farben? Ich benutze sowas nicht. Die kommt weg. Ich habe ein Hit the Pen, aber sie kommt weg. Dann zeige ich euch noch die zuerst, weil die kann ich eigentlich auch nicht mehr wirklich viel anfangen. Ich wollte die halt unbedingt aufbrauchen. Das ist eine Manhattan Lidschatten Palette. Ist es ja nicht, ist es ein Quattro? Quattro, ja. Richtig. Ja, ich mochte das sehr, sehr gern. Das sieht man auch. Also den Lidschatten, der ist wirklich riesen Hit the Pen drin. Der ist auch, glaube ich, fast aufgebraucht. Den habe ich, glaube ich, immer gemischt. Und den habe ich in der Lidfalte verblendet, glaube ich. Also nicht in... Oder? Ich könnte es aber schaffen, sie aufzubrauchen. Mal gucken. Die werde ich jetzt noch nicht weggeben, versteht sich. Aber ich werde versuchen, dass ich die mal irgendwann aufbrauche. Weil in Kombination habe ich meistens immer das Manhattan Quattro Ding mit dem hier verwendet, mit dem MAC Lidschatten. Das war aus einer LE, die habe ich so gefeiert, die Kollektion, die war so mega. Ich glaube, ein Lidschatten hat mir als einziger gefehlt. Glaube ich. Ja, und die anderen habe ich mal alle gekauft. Ich habe ja den rosen, ich habe den grünen und eben den orangen. Ich habe es auch, glaube ich, irgendwann einmal auf Instagram postet. Oder? Habe ich das auf Instagram postet? Ich hoffe schon, ich weiß gar nicht. Weil das Muster so schön war. Ich meine, bei dem sieht man jetzt leider nicht mehr viel. Aber der ist auch sehr, sehr schön, der Lidschatten. Der ist auch sehr, sehr schön. Also da kriege ich irgendwie wieder Bock, mich orange zu schminken, wenn ich das sehe. Aber mal gucken. Vielleicht irgendwann im Sommer dann. Dann habe ich einen Lidschatten von Douglas, wo ich einen riesen Hit the Pen habe. Den benutze ich nämlich eigentlich, aber heute habe ich ihn nicht drauf.
um unter der Augenbraue halt zu verblenden. Und den verwende ich halt, wenn ich mich so schminke, wie ich euch vorher erklärt habe, für die Arbeit, verwende ich den halt für die untere Augenbraue. Was? Unter der Augenbraue, nicht untere Augenbraue. Was ist eine untere Augenbraue? Oh Mann. Unter der Augenbraue zu verblenden. Oh Mann, als Blendton. So. Den liebe ich. Den liebe ich wirklich. Also wenn der leer wird, habe ich keine Ahnung, was ich verwenden werde. Weil der ist wirklich nicht schlecht. Also ihr seht ja, dass der sehr, sehr stark benutzt ist. Also. Und den benutze ich auch täglich. Was ich noch täglich verwende, und da ärgere ich mich, weil ich habe schon mal so einen, den habe ich zweimal gehabt, das war auch ein Essence Lidschatten. Aus einer Limited Edition Boom Boomer, die heißen, meine Cousine hat denselben. Ich habe mir den damals zweimal gekauft, weil der eben so schön zu verblenden ist. Der ist wirklich mega und der ist schon über die Hälfte leer. Und ich liebe den. Und den gibt es immer, weil er halt Limited Edition war. Ja. Was soll ich sagen? Also ich finde den wirklich gut, aber ja, was soll ich machen? Es ist ein riesen Hit the Pan drin und wenn ich Pech habe, was mir bei den Essence Lidschatten leider immer passiert, wird der Rest mir rauskrümeln und ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Jetzt musst du kurz warten, weil ich drehe ein Video. Mein Freund ruft mich gerade an. Zwei Lidschatten habe ich noch, dann haben wir es geschafft. Oh, jetzt habe ich meine Leggings vollbombt. Sehr schön. Den benutze ich auch jeden Tag, wenn ich arbeiten gehe. Heute habe ich es natürlich nicht um, aber den benutze ich auch eigentlich täglich. Das ist von Essence ein Lidschatten. Boah, der schaut auch aus. So sieht er aus. Den benutze ich in meinem inneren Augenwinkel. Den finde ich auch mega. Der ist wirklich gut. Oh, jetzt habe ich reingedatscht. Voll reingedatscht. Heute ist nicht mein Tag. Ein Lidschatten habe ich noch. Das ist wieder ein MAC Lidschatten. Der auch in meiner täglichen Routine ist, wenn ich arbeiten gehe. Und zwar ist das der MAC Legendary Black. Ich liebe den Lidschatten. Das sieht man auch. Es ist jetzt nicht so ein großes Hit the Pan drin, Gott sei Dank. Weil den will ich gar nicht aufbrauchen. Ich finde den so, so, so schön. Also ich kann ihn euch ja mal swatchen. Der ist so schön. Es ist jetzt nicht so ein normales Schwarz. Ich finde den einfach mega. Können wir sagen, was man will. Ich finde den gut. Und deswegen hat er auch halt ein riesen Hit the Pan drin. Riesen Hit the Pan, ich meine, es gibt schlimmere. Aber den finde ich echt gut. Der war ja auch leider Limited Edition, aber da ist noch genug drin. Da brauche ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen. Und ich habe ja eh so viele Lidschatten, also müsste ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Aber was soll's. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt nicht so lang war, aber mehr habe ich nicht, weil das Puder habe ich vor kurzem aufgebraucht, mein Highlighter habe ich vor kurzem gepresst, kann ich euch auch gerne zeigen, nur krümelt er leider herum, was ich nicht verstehe, weil ich mir echt Mühe gegeben habe. So sieht er aus zurzeit. Ich habe ihn auch heute wieder oben, weil da hatte ich ja auch einen riesen Hit the Pan in dem Highlighter. Aber das Problem war halt, dass ich es nicht weiterhin verwenden konnte. Wenn ich dran denke, blende ich euch das Foto ein. Das waren so riesengroße Stücke und das hat mich so mega genervt, das zu verwenden. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, presst ihn halt. Und ich habe ihn jetzt oben in Mischung mit den Mary Luminizer und ich finde das echt schön. Also der Highlighter ist sowieso mein Liebling. Wenn der dann leer wird, keine Ahnung, was ich dann mache. Aber ich habe eh genug andere Highlighter. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich nur Blödsinn daher laber. Und könnt ihr mir mal gerne schreiben, in was ihr ein Hit the Pan habt. Wo ihr ganz, ganz stolz drauf seid. Schreibt mir das mal, das wäre interessant. Dann war's das mit dem Video und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!